6. April 2019. Wir sind bei Fotogressung und hier sind zwei ganz wichtige Personen für das Saarland. Einmal auf der rechten Seite Patrick Bergem. Grüß dich, Patrick. Hallo. Ja, und ganz neu ein Kollege, den wir schon einmal gefilmt haben, der schon sehr lange dabei ist. Wie lange bist du bei Gressung? Über 10 Jahre schon sogar. Ja, das heißt, du hast mit 9 angefangen? Ja, fast. Nee, Spaß beiseite. Du bist Spezialist für welche Marken? Eigentlich für alle. Wir machen alle alles. Von daher... Du selbst hast eine Canon immer noch? Nein, das ist der Kollege. Du hast eine Canon? Ja, auch. Die 1DX. Okay, du hast aber auch, im Prinzip ist das egal, weil es hat sich unglaublich viel gewandelt und es gibt einiges zu sehen. Wir sind heute auf der Hausmesse. Ihr habt echte Weltneuheiten, gell? Genau, wir haben die ganzen Neuheiten dabei. Also wenn du mal hier reinguckst, man sieht, es ist auch einiges los. Die Hersteller sind vertreten und ja, wir können uns ja mal umschauen hier. Also das Konzept von der Hausmesse ist so, dass die Hersteller sind vertreten, es sind im Prinzip Promotoren, also Fachleute von den Herstellern da, die sich wirklich sehr gut auskennen mit den Kameras. Hier vorne ist zum Beispiel zum Start Olympus, richtig? Genau, hier haben wir Olympus, zum Beispiel die EM1X. Die haben wir schon mal gefilmt. Da haben wir ja schon mal ein Video drüber gemacht, da hatten wir die exklusive Vorstellung hier gehabt. Okay, ganz, ganz tolle Kamera, oder? Genau, das ist im Sportbereich. Sensorgröße? Nee, Sensor ist immer noch der MFT-Sensor, wie bei Olympus bisher auch immer. Okay. Und die ist aber sauschnell, oder? Die ist verdammt schnell, ja. Sie macht unglaublich schnell scharf. Woran liegt das? Das ist einfach die Autofokus-Technik hier. Ich habe auch 2 Stabilisatoren drin. Also wirklich für den Extrembereich komplett das, was man braucht. Okay, das heißt, ich kann aus der Hand filmen, fotografieren. Mit wie viel Blendenkompensation macht die? Mit was? Blendenkompensation? 7,5. 7,5 Blenden. Genau. Das heißt, ich kann aus der Hand in der Nacht... Genau, wir hatten ja mal das Vergleichsbild gemacht mit 4 Sekunden aus der Hand, mit Stabi, ohne Stabi. Da hat man ja den Unterschied deutlich gesehen. Ja, und die ist jetzt hier zum Anfassen, zum Zeigen. Ihr habt auch eine da, auch außerhalb der Messe, oder? Ja, natürlich. Okay. Die haben wir auch generell zum Testen immer da. Kann man sich online registrieren, einfach ausleihen. Da vorne ist ein Gehäuse, wenn ich das mal kurz sehen darf. Das ist im Prinzip alles aus welchem Material? Das ist Magnesium. Das ist genau das Originalgehäuse, was hier drin steckt. Und... das ist halt wirklich richtig robust. Man kann mal draufdrücken, da verbiegt sich nichts. Das ist wirklich extrem stabil und wiegt eigentlich nichts. Ich hab gedacht, das wäre billiger Plastik. Sieht so aus, aber... nee, ist nicht so. Es ist original Magnesium. Okay, klasse. Das heißt, nachher eine Kamera, die kann nochmal nass werden? Die kann nass werden. Die ist spritzwassergeschützt. Das hatten wir ja auch im Video damals gesehen. Okay. Und ja... so, all das hier habt ihr da, aber es gibt noch mehr zu sehen. Ihr habt nämlich auch einen Stand von Panasonic. Panasonic schwer am Kommen? Genau, die haben jetzt die neue Vollformat-Systemkamera vorgestellt, die S1 und S1R. Okay, das ist welche hier? Das ist zum Beispiel hier die S1R. Okay. Vollformat? Genau, Vollformat. Stark, ich kenne die Sensorgröße aus einer anderen Kamera. Dass das jetzt so nach und nach kommt, das war abzusehen, oder? Genau, hier gibt es die Kooperation mit Leica und Sigma zusammen. Das heißt, es gibt Leica und Sigma Objektive dazu. Okay. Ich kann die Objektive auch auf die Leica SL machen. Die hatten ja auch schon mal eine Zusammenarbeit, die haben einige Kameras zusammengebaut, so Kompaktkameras? Genau, ist generell bei Panasonic sehr viel mit Leica. Also wir haben hier immer wieder Objektive, die auch hier zum Beispiel für die Systemkameras von Leica auch sind und auch bei den Kompakten. Die passen einfach zueinander. Genau. Ja, auch an dich die Frage, das Thema Vollformat, das kommt mittlerweile in fast allen Herstellern. Ja, wirklich. Also jeder kommt, Panasonic ist jetzt da, Sony ist da sowieso schon. Wir haben Canon mittlerweile und Nikon. Also jetzt wird es sehr, sehr interessant in dem Bereich. So, auch das gibt es auf der Messe zu sehen, aber es gibt noch mehr Stände. Was ist hier vorne zu sehen, ein Objektivhersteller? Genau, hier haben wir Tamron. Kennen wir auch von den Messen, sind immer mit vertreten. Haben jetzt auch Objektive für die Systemkameras direkt. Genau, da ist es einer dabei. Oh, eine Sony. Genau, da sieht man jetzt auch, wo der Trend hingeht. Also auch hier Systemkamera und das Objektiv ist direkt passend dazu gerechnet und für die Sony. Und das wird dann auch natürlich für andere Hersteller auch noch alles kommen. Vielleicht ein, 2 Takte zum Thema Tamron. Wer ist Tamron? Tamron ist, also zusammen mit Sigma sind so die großen Fremdhersteller für die Objektive. Wir sehen hier die Range, die es so im Moment gibt. Zumindest das ist, ein paar davon. Genau, das ist jetzt so. Okay, die bauen im Prinzip alles, oder? Ja, genau. Festbrennweiten, Tele. Genau, da sind sie ganz, ganz stark vertreten. Ist immer eine gute Alternative zum Normalhersteller. Okay, auch die habt ihr, ich sag mal so, ihr habt jetzt nicht immer alle da, muss man dazu sagen, weil hier auf der Messe sind eigentlich alle da, oder? Ja, genau, aber wir versuchen auch immer alles da zu haben. Natürlich kann es mal vorkommen, aber wir kriegen es normal immer hin. So, wir gehen mal kurz ein bisschen weiter. Der ganz normale Betrieb läuft
ich sag mal so in Anführungsstrichen, leider auch weiter. Ihr macht auch noch Passbilder und so. Aber es gibt einen ganz tollen Stand. Jetzt zeigen wir mal gerade was. Sony ist vertreten. Ja, Sony hat das ganze Thema Systemkamera ja recht groß gemacht. Genau, also mit Sony war quasi die erste Vollformat-Systemkamera. Und ja, es gibt ein neues Objektiv, das reizt mich immer direkt. Was ist das da? Das ist das 1635 G-Master. Okay. Das neue, habt ihr das 135er? Nein. Nee, haben sie nicht da. Was das war? Das ist ein sehr, sehr neues, ist das Sigma, Quatsch. Das Sony 24mm G-Master, ein Weitwinkelobjektiv. Das ist mit eins der besten Weitwinkelobjektive zurzeit auf dem Markt. Die Frage ist, was macht ein gutes Weitwinkelobjektiv aus? Dass die Seiten nicht krümmen, die Schärfeleistung bis zum Rand hin, das ist halt ganz, ganz wichtig, wo die günstigen doch sehr, sehr schnell abfallen, einfach, dass das rund wird, das Bild, und nicht gerade bleibt. So, hier ist noch ein Gimbal-Hersteller. Das ist immer toll, weil wir das auch selber benutzen. Ja, hier vorne ist was drauf? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Was ist das für ein Gimbal? Das ist von Theotech das AK4000-System mit einem Komplettsystem, mit einem Käfigsystem quasi. Ja. Damit können wir wirklich ganz, ganz viel machen in jeden Lagen, sodass wir immer schön ein gerades Video haben. Ja, ist ein guter Hersteller, Theotech? Ja, mit die drei großen sind halt Theotech, Zeotech und Ronin, also DJI. Dann, die sind sehr, sehr gut. Muss ja fairerweise sagen, also ohne Gimbals ist ja die, im Prinzip das moderne Filmen fast gar nicht mehr möglich, oder? Ja, benutzt ja selber immer eins. Also, da ist prima. Nicht mehr drin rum jetzt. Ja, so ist es. Auch das kann man sehen. Und dann haben wir hier vorne auch einen Stand von Fuji. Genau. Fuji natürlich auch bei jeder Messe mit vertreten. Mit eigentlich jeder Kamera, ne? Genau. Hier haben wir so die komplette Range, die wir auch so im Laden haben. Es gibt sonst auch Mittelformatkameras, die wir aber nicht im Sortiment haben. Aber so im Prinzip, was wir hier auch haben, ist alles vertreten. Und die ganz fetten Objektive. Ich mal kurz, wenn du mal eins rauchst, das 100-400. Das habe ich auch noch nie gesehen. Genau, das wird ja noch ein bisschen größer, wenn wir die Gegenlichtblende drauf machen und zoomen. Ja, wenn ich mal kurz daneben hältst, warte mal. Das ist. Okay, das ist 400 mm aus der Hand, das geht? Das geht, klar. Mit einer Achtelsekunde. Mit einer Achtelsekunde. Achtelsekunde und mit Telekom wäre das bei 863 mm auf Vollformat umgerechnet gar kein Problem. Also hier wäre zum Beispiel die typische Anwendung Schwimmbad, oder? Oder hier. Genau. Schwimmbad oder wenn man einfach mal ein Selfie machen will. Nee, Spaß beiseite. Das ist ein Teleobjektiv zum Beispiel für Leute, die, was weiß ich, Sportfotografie oder ich genau, bin an einem Punkt, da komme ich nicht nach ran. Genau, alles, wo man wirklich die Entfernung hat. Hier Fotografie ab Wildlife gerade, da ist auch ganz, ganz wichtig. Okay. Super. Ja, es gibt noch viel, viel mehr da vorne. Nikon, unübersehbar. Die haben was ganz Neues. Genau, die haben auch Vollformat Systemkamera, die Z. Genau, da vorne steht sie. Boah, ist hier voll heute. Ist ja Wahnsinn. Hier haben wir jetzt Z6. Z6 und Z7 gibt es. Das ist quasi, was es bisher als Spiegelreflex gab, jetzt als Systemkamera. Und eigentlich ein Unding. Die haben ja noch vor kurzem gesagt, nee, machen wir nicht, warten genau. Erstmal ab und so weiter. Aber die Zeit ist reif, oder? Genau, es wurde langsam Zeit, das haben sie auch gemerkt. Und jetzt sind sie schon mit zwei da und sollen noch weitere folgen. Ja. Und ihr habt es schon probiert? Ja. Also genial. Jetzt kommen auch noch Firmware-Updates, dass die Kamera noch mal mehr Funktionen bekommt. Also da sind sie auch hinten dran, dass sie immer aktuell bleibt, auf dem neuesten Stand. Ja, wenn du mal so lieb bist, die man in die Hand nimmst, dass die Leute mal sehen, wie groß sie ist. Also die ist ein gutes Stück geschrumpft gegenüber den anderen. Ne? Genau, jetzt musst du sie in die Hand nehmen, dann sieht sie noch kleiner aus. Ja, genau. Du bist ziemlich großer Nikon-Fan, oder? Ja, die Marke ist sehr, sehr interessant, gerade auch für Porträts, sehr schöne Farben und sowas. Das ist halt genial dabei. Bitte einmal drehen die Kamera, dass wir das sehen. Also die Rückseite auch mal. So riesen, ein riesen Display. Genau. Unglaublich. Auch klapp und schwenkbar. Genau, das hat den Vorteil, wenn ich zum Beispiel über Kopf jetzt fotografiere. Genau. Gerade für Makrofotografie auch zum Beispiel, dass ich wirklich tief runterkommen kann, ohne mich gleich in den Dreck zu legen. Das ist halt sehr, sehr wichtig auch. Auch hier wahrscheinlich spritzwassergeschützt? Genau, spritzwassergeschützt ist hier auch. Super, das Neueste von Nikon. Auch das habt ihr ab jetzt hier, die Kamera? Genau, die ist sowieso da, auch mit den Adaptern, dass ich mein altes System weiter nutzen kann. Ich kann also alle vorhandenen Objektive weiter auf der Kamera nutzen. Wir sind durch, ich frage mal gerade. Fast, wir haben noch Canon da hinten stehen. Ach. Da gehen wir natürlich auch noch hin. Auch bei, genau, nein, hat gerade der Nikon-Mann gesagt, geht nicht zu Canon, ja. Aber wir machen es jetzt mal trotzdem.
Da vorne ist er, ja, ich muss ihn einmal kurz zeigen. Aber das ist nicht so schlimm, einem Nikon, ja, auch Canon hat Systemkameras. Genau, hier haben wir jetzt die EOS R oder die RP als kleine Variante davon. Ja, ist sie gut? Ja, also hier haben wir im Prinzip, wie wir es eben auch bei Nikon hatten, Z6, Z7. Hier ist es R und RP. Man hat hier beim Gehäuse nochmal einen kleinen Unterschied. Ist quasi nochmal ein bisschen schlanker geworden bei der RP. So, du darfst den Leuten mal im Prinzip die Geschichte der Systemkameras mal erzählen. Das Ganze fing irgendwann mal an, so 2010, genau, oder? Damals bei den Griechen. Spaß beiseite, wann hat das angefangen mit dem Boom? 2008. Genau. Panasonic war die erste Kamera. Welche? G1. Relativ einfach noch. So, wenn den Leuten mal erklärst, der Unterschied zwischen jetzt einer Systemkamera und einer Spiegelreflex. Relativ einfach. Systemkamera hat einfach keinen Spiegel, was die Spiegelreflex, wie es im Namen schon drin ist, auch noch hat. Und Kollege zeigt es gerade, da ist einfach direkt der Sensor hinten dran. Somit haben wir alle wichtigen Bestandteile direkt auf dem Sensor drauf, wie den Autofokus und die Belichtung, und können genauer auch alles scharf stellen und messen. Ja, was ziemlich stark ist, die hat sogar hier vorne einen Schutz mit drin. Das heißt, wenn sie ausgeschaltet ist, ist der Sensor geschützt. Genau, damit jetzt kein Staub drauf fallen kann. Das hat Sony nicht. Das hat nur Canon bisher. Ja. Okay, stark. Also da ist mir schon, wie oft, da regnet es mal so ein bisschen oder es kommt mal irgendwas rein. Man hat Hektik und so weiter. Es passiert, da kommt ein Staubkorn drauf und der Sensor ist ja riesig, Vollformat. Genau. Und vor allem, der Sensor ist meistens statisch geladen. Das heißt, wenn Staub vorbeifliegt, wird es direkt angesaugt. Also der Schutz davor. Dann kann ich mein Objektiv wechseln. Das sind aber nicht mehr die Objektive von den alten, oder? Nicht wirklich. Also das hier sind die neuen. Aber auch hier gibt es den Adapter natürlich, dass ich alle alten Objektive direkt drauf machen kann. Und das ist auch okay von der Geschwindigkeit her? Da ist eigentlich gar kein Verlust dabei. Ich habe. Das war früher so bei Sony, da waren die Adapter waren langsam und die brauchen noch keinen Spiegel mehr, die neuen Adapter. Genau, das ist einfach nur der Abstand, den der Spiegel einnimmt. Und jetzt habe ich das gleiche Auflagemaß wieder. Ich kann dann mein Objektiv draufstecken. Das heißt, ich kann mit der Systemkamera alle alten Objektive weiterverwenden? Genau, es geht sogar noch mehr. Ich konnte damals bei der 5D zum Beispiel kein 18-135 drauf machen, weil es ein APS-C-Objektiv ist. Ist hier jetzt kein Problem. Ich kann trotzdem das Objektiv mit dem Adapter auf die neue Kamera machen. Waren denn die Objektive direkt von Canon, waren das alles Vollformat-Objektive oder gab es da auch APS-C und Vollformat gemischt? Da gibt es auch alles gemischt. Sieht man hier am Adapter auch. Vollformat ist immer der rote Punkt, APS-C das weiße Viereck. Ah, wieder was gelernt. Und am Objektiv sieht man es auch, dass hier ist jetzt ein APS-C-Objektiv und Vollformat mit dem roten Punkt. Okay, verstanden. Das heißt, ihr kennt auch automatisch APS-C und Vollformat? Genau, sieht man direkt bei Canon mit einem Blick. Und an der Kamera sieht man auch immer, was man montieren kann. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die 5D mit nur Vollformat. Und im Vergleich die 80D, Vollformat oder APS-C, geht beides drauf. Die sehen ziemlich ähnlich aus. Die ist jetzt ein bisschen kleiner. Also von der Optik her wird sich derjenige jetzt nicht blamieren mit einer Systemkamera. Nee, das nicht. Also das war am Anfang oft das Problem, dass die Profis gesagt haben, ich brauche eine große Kamera. Will ich nicht, mag ich nicht. Genau, da macht ja hier der Onkel bessere Bilder, der hat ja die große Kamera. Also das hat sich alles gewandelt. Dann wäre ja auch eigentlich ein Bus schneller als ein Ferrari, wenn es darum geht. Also ist größer. Genau. Okay, verstanden. Ja, was fehlt noch? Ihr habt noch jede Menge Zubehörhersteller, die auch noch hier sind. Aber das sind schon große Würfe hier. Also die Systemkameras einmal von Canon, von Nikon, von dem ganz großen Hersteller direkt am Eingang, Panasonic und so weiter und so fort. Also das ist nicht mehr zurückzudrehen. Oder? Genau, das ist die Zukunft dabei. Das ist die Zukunft. Ja, da mussten auch viele reagieren, denn einige sind ja umgestiegen. Ja, die haben sich andere Hersteller genommen zum Beispiel. Also es gab Leute, die wirklich von Canon, Nikon und so weiter auf andere umgestiegen sind. Genau, weil einfach von Canon, Nikon genau diese Serie nicht rauskam, sind sie umgestiegen auf zum Beispiel Sony, Fuji etc. Und jetzt, wo sie langsam kommen, reguliert sich das zwar wieder, aber es sind doch ganz, ganz viele umgestiegen. Okay, super. Wir sind durch. Ja, ganz großer Rundgang, Fotogressung im Jahr 2019. Wir drehen heute am 6., stimmt das? Genau. 6. April 2019 und ihr müsst wieder rein. Der Johannes hat gerade schon Bescheid gesagt, ja, ihr müsst schaffen gehen. Tschüss, ja. Vielen Dank. Ciao, ciao.